Ja, Janis, 0 zu 3, das klingt erstmal deutlich, aber es war eigentlich viel, viel enger, oder? Ja, wir haben es lange, lange offen gehalten, das Spiel, haben gut gestanden defensiv, haben Werder jetzt nicht so viele Chancen gelassen, hatten dann auch, auch ein, zwei gute Chancen, mit ein bisschen Glück führen wir vielleicht sogar 1-0. Dann wird es auch für Werder schwer. Und dann haben wir so ein Tor fangen wir dann und dann spielt es Werder natürlich auch gut aus. Die haben natürlich dann auch Qualität. Ja, und dann haben wir, noch zweite und dritte bekommen, dann wird es natürlich immer schwerer, umso länger das Spiel dauert, dann umso mehr dagegen anzulaufen, ist natürlich dann nicht einfach gegen Werder. Trotzdem hattet ihr gerade nach dem 0-1 eigentlich eure beste Phase, was das Offensivspiel angeht. Hat es dann am Ende vielleicht auch daran gelegen, dass ihr euch eben nicht die klaren Chancen habt rausspielen können? Ja, das schon. Wir haben dann mutig nach vorne gespielt, haben uns dann auch was getraut und dass wir Fußball spielen können, das wissen wir. Und wie gesagt, gegen so eine Mannschaft bekommst du nicht viele Chancen. Im Pokal musst du halt dann eiskalt sein. Wir hatten ein, zwei, finde ich, auch hundertprozentige Chancen, die wir dann nicht genutzt haben. Und Werder ist dann halt eiskalt, die nutzen die Chancen dann. Ja, und dann, wie gesagt, ist es halt nicht einfach. Du hast das mit den ein, zwei Chancen angesprochen, insbesondere die natürlich von Emanuel Taffazofer kurz vor dem Pausenpfiff, der an den Innenpfosten geht, der Ball. Hadert man dann auch so ein bisschen mit Fortuna? Ja, das ist immer dann die einfachste Ausrede. Das dann nur aufs Glück oder aufs Pech zu schieben, sieht natürlich so aus, fühlt sich auch natürlich so an. Ja, aber wir haben es ja auch in der Liga. Wir müssen halt einfach noch kaltschnäuziger sein und jetzt, das war natürlich auch nicht einfach, den zu machen. Und wenn so ein Ding dann halt irgendwie mal reinrutscht, wenn wir dann natürlich auch das Glück haben, hast schon recht, ja, dann geht ein Spiel halt hier ganz anders aus. Was könnt ihr trotzdem jetzt vielleicht mitnehmen für die Liga? Ja, dass wir, wenn wir Mut haben, wenn wir uns trauen, Fußball zu spielen, dass wir auch gegen so eine Mannschaft wie gegen Werder auch Ballbesitz haben können, dass wir auch nach vorne spielen können, dass wir auch gegen so eine Mannschaft wie Werder gut verteidigen können. Aber es ist natürlich auch ein ganz anderer Wettbewerb, das wissen wir, und Werder ist natürlich auch ein Bundesligist. Das gibt uns natürlich schon Mut dann. Danke dir. Ja, Wolfgang Hesel, 0 zu 3, das klingt am Ende deutlich. Es war aber insbesondere, denke ich, auch in der Art und Weise, wie ihr dann doch ein, zwei Gegentore gefangen habt, ein bisschen bitter, oder? Ja gut, das 1-0 ist halt der Dosenöffner fürs Spiel von Bremen, die verunglückte Flanke. Spielt Bremen dann natürlich clever, dann war es natürlich schwer, aber eine Stunde haben wir es, glaube ich, ganz ordentlich gemacht, haben Parole geboten, dass Bremen ja Ballbesitz hat, ist klar als Bundesligist, aber ja, vielleicht ein Tor zu hoch, aber letztendlich doch irgendwo verdient das Ausscheiden. Letztendlich waren es dann auch immer wieder Paraden von Ihnen, die Mannschaft im Spiel gehalten haben. Hätte auch nochmal so eine Initialzündung kommen können möglicherweise? Ach naja, wir haben eine große Chance kurz vor der Halbzeit, wenn der drin ist, aber ja, da kommt das Wort wenn schon vor. Davor hatte Bremen auch schon eine große Chance. Wie ich eben schon gesagt habe, wir haben es ganz ordentlich gemacht, aber hat natürlich dann gesehen, dass Bremen natürlich auf den Einzelpositionen natürlich schon eine gewisse Klasse hat. Das Wunder ist ausgeblieben. Gerade nach dem 0-1 hatten die Kickers aber offensiv, fand ich, ihre beste Phase. Da hätte man vielleicht doch noch den Ausgleich schaffen können und dann wäre es nochmal ein anderes Spiel geworden. Ja gut, da war es natürlich klar, dass du dann so ein Stück weit alles oder nichts spielst. Das dann ist halt richtig Pokalspiel. Ist halt schade, dass genau dann in der Phase eigentlich direkt Bremen dann das 2-0 macht. War das Spiel eigentlich dann verloren. Trotzdem munter putzen und jetzt in der Liga alles dran setzen, dass der erste Dreier herkommt und da die Kurve dann endlich nach oben zeigt? Ja, ich glaube, das ist selbstredend. Dann drücken wir die Daumen und hoffen drauf. Es kommt der nächste Club aus dem Norden mit Rostock. Könnten wir dann quasi da ein bisschen Revanche nehmen. Ja, wir haben ein Heimspiel, dann wieder am Dallenberg und das wollen wir gewinnen. Danke. Ja, Maximilian Altschwede, auf dem Papier steht dann 3-0. Alle werden hinterher wahrscheinlich von dem erwarteten Ergebnis sprechen. Der Favorit hat den Underdog geschlagen. Trotzdem dürfte es sich für euch ein bisschen anders anfühlen, oder? Ja, also ja, es fühlt sich natürlich scheiße an. Das ist klar. Ich glaube, dass so ein Spiel in ein, zwei Szenen entschieden wird. Ich glaube, das ist zum einen die Szene kurz vor der Halbzeit, wo wir in Führung gehen können. Und die andere Szene ist der Dosenöffner zum 1-0, eine verunglückte Flanke, die ja, natürlich dazu beigetragen haben, dass wir das Spiel hier heute verlieren. Es gibt einige Bremer, die haben gesagt, der wollte den genauso da oben reinzimmern. Du bist selber einer, der im Spiel sehr, sehr viele Flanken geschlagen hat. Hast auch schon angedeutet, mal ehrlich, das war doch eher ein verunglücktes Ding, der wollte das doch nicht so. Ja.
brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen, dass er den so nicht spielen wollte. Da waren, glaube ich, alle 22 Akteure überrascht, dass der hinten einschlägt. Ja. Sprechen wir über deine Flanken. Du hast viel über die rechte Seite getan, viel für Druck auch nach vorne gesorgt, auch viel Flanken reingeschlagen. Woran liegt es, dass dann der Abwehr, der Abnehmer nicht gefunden wird? Also ich glaube, dass... ich weiß gar nicht, habe ich so viele Flanken geschlagen. Ich habe mir gewünscht, dass es ein paar mehr sind, dass wir noch mehr Nadelstiche setzen können. Dass Werder Bremen mehr Ballbesitz hat und das Spiel macht, das war uns im Vorfeld klar. Wir wollten gut stehen und dann gefährlich umschalten. Das ist uns ein, zwei Mal an Ansätzen gelungen, aber das hätte für meinen Geschmack ein bisschen häufiger sein können. Dann, natürlich, wenn die Quantität höher ist, dann werde ich irgendwann auch in der Mitte einen treffen. Aber ja, es hat heute leider nicht sollen sein. Ihr habt insgesamt unheimlich viel auch investiert und ich fand auch gerade nach dem 0-1 nicht aufgegeben, sondern vielleicht sogar eure stärkste Phase gerade auch offensiv gehabt. Ja, ich glaube, dann waren wir gut im Spiel, haben uns noch ein bisschen mehr zugetraut, mit Wut im Bauch, auch etwas mehr Ballbesitz gehabt. Aber wir haben es nicht geschafft, richtig gefährlich vor das Tor zu kommen, muss man sagen. Also wir haben dann keine richtig Großchancen herbeiführen können und so fällt dann irgendwann das 2-0 und dann war das Spiel mehr oder weniger entschieden, muss man leider so sagen. Kann man die Wut im Bauch sozusagen bewahren bis zum Wochenende, dann kommt Rostock und dann lasst ihr die Wut raus und holt euch den ersten Sieg in der Liga? Also das wäre wünschenswert. Das ist natürlich jetzt richtig bitter, das würde auch noch ein, zwei Tage wehtun, weil wir uns, glaube ich, heute mehr vorgenommen haben und auch eventuell etwas mehr drin gewesen wäre. So, und jetzt wartet mit Hansa Rostock ein brutal wichtiges Spiel auf uns. Da müssen wir alles reinlegen und das Spiel müssen wir nächsten Sonntag gewinnen. Viel Glück dabei, danke.